Yeah, auf die Entfernung. Schick. Den haben wir auch. Und jetzt gehen wir erstmal hoch, bevor dort die Muni verschwindet. Ja. Wieder einstecken. Schnell weg. So. Dann machen wir mal weiter. Zack. Machen wir mal ein bisschen Krieg hier. Her mit der Muni und wir verstecken uns erstmal. Den haben wir erwischt. Haha. Da noch einer und da oben. Ach. Hallo. Und hier noch. Irgendwie habe ich es gerade mit den Zielen nicht so. Ich stelle mich aber gerade auch ein bisschen blöd an. Ah, jetzt. Gut bei der erwischt. Haha. Hier vorne saß noch einer. Ich habe dich gesehen. Hallo. Also bitte. Nicht so stürmisch. Ihr kommt schon alle noch dran. Oh. Da oben noch welche. So, das war's für die Penner. Das für den. Ach. Ja, jetzt war ich wahrscheinlich ein bisschen übermütig. Aber ist ja alles gut gegangen. Dann werden wir mal unseren Weg hierhin fortsetzen. Das war's für den. Ich wechsle mal wieder hierhin. So. Schön. Das Blöde ist mit der M4. Ach, sehr gut. Mit der M4 können wir nicht rennen. Deswegen muss ich immer mal hin und her wechseln. Wenn ich mal rennen will. Huch, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ja, den haben wir erwischt. Haha. Oh, Sekunde. So, weiter geht's. Da hatte ich doch tatsächlich noch einen Anruf reingekriegt. Damit hatte ich jetzt nicht so wirklich gerechnet. Ich meine, es ist um 3 in der Nacht bei mir gerade. Aber gut, man weiß ja nie, wann die Leute so anrufen. Oh. Also bitte. Kann ja wohl nichts wahr sein. Okay, 30 Schuss und dann noch 4 in Reserve. Ob das noch reicht? Da, oh, da steht einer. Das scheint ja schon, da oben scheint ja schon das Dach zu sein. Und das sieht ja... ja, das sieht nach Eiscreme-Brüsten aus. So. Das warst du. Haben wir noch jemanden? Nein, sehr gut. Dann auf nach oben aufs Dach. Schnapp dir die Ware und bring sie zum Heliport am Flug. Ach, da steht ja schon ein Helikopter rum. Das ist aber schön. So. Das war's für dich. Und jetzt ist unsere M4-Munition auch schon fast alle. Jawohl. War's das denn jetzt? Ich trau mich gar nicht hier lang. Ach, okay. Hahaha. Ach, das war das Päckchen. Dieser Frechdachs. So. Wunderbar, den haben wir... Was? Wie viele von euch Penner rennen denn noch hier rum? So, jetzt aber fix zum Helikopter. Meine Güte. 19 Lebenspunkte noch. So, und ich nehme mal an, das Ding lässt sich... Ja, das lässt sich fliegen wie der ferngesteuerte Helikopter. Nur etwas angenehmer von der Stabilität her. Rum, 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 rum. Und da sind wir auch schon am Flughafen. Und dann dürfte es doch jetzt eigentlich... Ja, da ist das gleich hier. Und dann... Ach Gott, jetzt müssen wir auch noch landen. Ja, das klappt doch ganz gut. Ja, Mission erfüllt, $16.000. Mensch, das ist doch mal ordentlich was. So, und ich mache jetzt mal zum Resetio Estate und sammle mal das Geld ein. Wird langsam mal Zeit, oder?
Das versteckte Päckchen habe ich übrigens gesehen, aber ich sammle die ja sowieso nicht, deswegen lasse ich das einfach dort liegen. Ich hatte es, glaube ich, damals wirklich mal versucht und hatte es nicht geschafft, alle 100 zu finden. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, da hat man dann irgendwelche Belohnungen bekommen, so alle 10 Päckchen oder sowas. So, und wir landen hier mal. Landen hier mal. Sehr gut. Wir haben schon wieder 100.000 Dollar. Mann, 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 Mann. Da können wir doch eigentlich ziemlich sicher schon wieder irgendwas kaufen, oder? Der Malibu Club wird doch bestimmt nicht das günstigste gewesen sein. Ach so, halt. Bevor wir jetzt speichern, werde ich jetzt erstmal... Quatsch, wir wollten ja gar nicht speichern. Ich wollte ja das Geld einsammeln. Aber ich werde trotzdem auch mal speichern, aber erstmal werde ich mir hier unten... Ach, scheiß drauf. Werde ich mich hier unten ausstatten. Ja, schön, das reicht. 70 Schuss mit der automatischen. Die sieht zumindest sehr automatisch aus. Das ist besser, als wenn ich mir jetzt diese blöde Schrotflinte da mit 50 Schuss nehme. So, speichern wir auch mal. Genau. Und dann werden wir mal gucken hier. 5.000 Dollar, wunderbar. Die sacken wir natürlich gleich noch mit so im Vorbeigehen ein. Und, ach so, wir haben noch... Ach, hier hätten wir eine Garage, alles klar. Ja, da muss ich bei Gelegenheit mal dran denken. Da können wir mal so einen Kubaner parken oder sowas. Halt, wie ich jetzt zu viel? Warte mal, wir haben genug Geld. Eigentlich können... Ach, kommt, wir fahren mal zu den Filmstudios. Ich habe gerade keinen Bock auf Phil irgendwie, auch wenn der eigentlich ganz cool ist. Aber ich würde sagen, nein, wir fahren auch nicht zu den Filmstudios. Wir fliegen ganz gediegen. Und dazu müssen wir wieder hoch aufs Dach. Zack. Und dann fahren wir mal hier lang. Ich denke mal, das wird jetzt nicht klappen, oder? Ist gerade unsere Garage aufgegangen. Los ums Eck mit dir. Jawohl. Ach, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Hui. Mr. V. Also, die Brandflecken, das war nicht ich. Nein, das war schon so. Das ist noch von Diaz. Das ist eindeutig Beschädigung vom Vorbesitzer. Dafür kann ich überhaupt nichts. Und das brennende Wrack da, das hat auch gar nichts damit zu tun. Ach, kommt. Oh mein Gott, ich hüpfe. Ja. Und ich bin der langsamste. Hüpf. Oh, das war aber ein komischer Hüpf. Ja, dann steigen wir mal hier ein. Ach, jetzt geht's wieder schnell auf einmal. Merke, Zeitlupe hält nur, wenn wir nicht in Fahrzeugen sitzen. Und dann brausen wir mal hoch auf die andere Insel. Prawn Island hieß sie, glaube ich. Die Strecke kennen wir ja, die sind wir damals mit Lance zusammengeflogen, dem blöden Pissgesicht, mit dem wir jetzt hoffentlich so schnell nicht mehr zusammenarbeiten müssen. Den habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und davon ist es auch schon. Ach, die sind aber schön, die Filmstudios, oder? Also um reinzukommen, brauchen wir sie eigentlich nicht kaufen. Ich meine, das Tor ist zwar zu, aber wir können ja hier auch so landen. Aber da wir sowieso vorhaben, das Ganze zu kaufen, komm, steig aus. Steig aus! Hallo? Warum gibt es hier eigentlich grünen Qualm, wenn wir hier... Egal. Kaufen wir das Ganze. 60.000 gekauft. Filmstudio gekauft. 60.000 Dollar ist bekannt. So, das sieht aus wie Missionen davon. Wunderbar. Wunderbar. Was haben wir denn da? Stage D. Ich will bloß mal kurz gucken, was wir hier so lustiges... Ah, Filmsets. Ein halb angemaltes Holzboot. Ja. Door, tatsächlich. Eine Tür. Was haben wir da? The deeper the sea, the braver the man. Aha. Noch eine Tür. Ist ja knuffig, dass die jetzt immer dran schreiben.
So, hier drüben noch. Was ist das denn? Ach so, in die Richtung ist oben. Ja gut, ich dachte mir eigentlich, dass man das auch so mitgekriegt hat, aber wenn das drangeschrieben werden muss, dann sind das bestimmt ganz helle Experten, die hier am Bau beteiligt sind. So, was haben wir noch? Das sieht nach... Ach, cool. Eine Mondlandschaft. Ja, die Amis, die waren natürlich nie auf dem Mond gewesen. Das war alles nur gespielt. Und wenn man genau guckt im Mondlandungsvideo, dann sieht man auch, dass da ein M4 im Hintergrund rumliegt. Was haben wir hier? Ach, ach, schön. Hallo. Komm mit. Ein unbebautes Fleckchen. Da kann man sich da eigentlich was einfallen lassen. Noch irgendeine Stage hier reinbauen. So, und bevor wir da hinten gucken, gucken wir mal hier. Ach, hier ist jetzt auch offen. Was haben wir da? Interglobal Films. No parking, commercial loading, 30 minutes, private property. Private property, super, super. Was haben wir hier? Bolt Burgers. The Cow, oder so. Ich weiß gar nicht, was das heißt hier, das obere. Moo Cow vielleicht? Auf jeden Fall finde ich den Burger ziemlich cool. Novelties. Arnold Stallone. Sehr schön, sehr schön. Top Down City. Oha. Starbrush Coffee, an was das wohl angelehnt sein könnte. Ich weiß es ja nicht so richtig. Chuck Schwartz ist eigentlich noch geiler als Arnold Stallone. Chuck Schwartz ist half cocked. Hat nur einen halben Schwanz, das ist aber ärgerlich. Und hier Funny, nein, Fanny, ach, Fanny heißt das. Soll wahrscheinlich sowas wie ein Kino sein. Ist von den Proportionen her aber auch ein bisschen merkwürdig, oder? Also die Tür, die geht dem guten Tommy so auf Augenhöhe. Aber wahrscheinlich sieht das dann in dem Film richtig aus. Hier nochmal Arnold Stallone. Komisches Gesicht hat er. Und der Chuck Schwartz. Aha. Badfellas. Superb. Na dann. Haben wir genug gesehen? Ach, das ist ja alles nur Betrug. Dann wollen wir mal in die Stage D reingehen. Ja, was gibt's denn da Lustiges? Mal gucken, vielleicht sehen wir es im Video. Alle meine Pferdchen. Action. Wow. Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy! That's why! What is this? This is my art! Security! Look, you pompous asshole! I own you now! I own all of this! We're gonna turn this place around! I'm gonna make you rich! You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, First, we're gonna need some good-looking bros. Yeah, girls are fine, but you... Wow! What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Candy Sachs wäre perfekt für die Hauptrolle. Ja, wer hat schon mal Filme über Fische angeguckt, ne? Ich finde die Spitzen herrlich, die es hier so gibt mit drin. Ich meine, Steve Scott, der ist ja... Nein, Steve Scott sieht überhaupt nicht aus wie Steven Spielberg und ist ein schlechter Pornodarsteller, der eine Haiattrappe bei sich rumstehen hat. Ach, göttlich. Ich finde es einfach nur schön. So, was haben wir hier eigentlich? VCN. Da Nachrichtensender dann wahrscheinlich. Und wir müssten jetzt mal irgendwie hier durchkommen. Kommen wir hier? Kommen wir hier? Das sieht irgendwie falsch aus. Ach, hier drüben. Okay. Dann machen wir hier hoch. Hüpf. Das ist alles so gewollt. Das muss so... Ach ja.